Eidi Bonanini ist Winzer und Imker in den Cinque Terre. Dieses Stück der ligurischen Küste südlich von Genua ist steil und felsig. Einst gab es da lauter Terrassen mit Reben, Zitronen und Olivenbäumen. Der junge Bauer hat sich in den Kopf gesetzt, dieses von Erdrutschen gefährdete Gebiet wieder zu bebauen. Einziges Transportmittel ist eine kleine Bahn. Die Dörfer liegen zwischen dem Meer und den Kastanienwäldern auf den Hügeln. Fern von Verkehr und Industrie profitiert die Region von einer sauberen Umwelt. Für Bienen, oder genauer Honigbienen, ist das ein Paradies. Während man weltweit vom Bienensterben spricht, sind die Bienenvölker hier gesund. Sie leben von den Blüten der mediterranen Macchia und der Bäume. Eidi Bonanini hält seine Bienen in den für Italien und Frankreich typischen mobilen Bienenkästen. Sie können zu den Pflanzen, die gerade blühen, transportiert werden. In jedem dieser Kästen lebt ein Bienenvolk. Im Sommer sind das rund 70.000 Arbeiterinnen, eine Königin und einige hundert Drohnen. Imker sind Idealisten. Ich habe eigentlich zum Scherz angefangen und dachte, ich mache ein bisschen Honig für mich, zum Vergnügen. Aber die Welt der Bienen wird eine Leidenschaft. Mit der Zeit kannst du nicht mehr ohne sein. Es ist wie eine Familie. Schon seit vielen tausend Jahren hält der Mensch Honigbienen. Heute sind sie mehr denn je auf den Menschen angewiesen. Ein wild lebender Schwarm würde nach ein, zwei Jahren durch den Befall von Parasiten dahingerafft. Bienen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem für die Bestäubung vieler Pflanzen. Und ohne sie könnte die Landwirtschaft kaum überleben. Rund ein Drittel der gesamten Nahrungsmittelproduktion ist bestäubungsabhängig. Und von den Bestäubern, da macht etwa 80% der Leistung erbringt die Honigbiene. Es gibt auch andere Bestäuber, wie Wespen, Fliegen und wilde Bienen. Im Lauf der Evolution spezialisierte sich die Honigbiene aber so, dass die meisten Blüten eine Symbiose mit ihr eingingen. Die Biene konzentriert sich auf die gerade blühende Pflanze und diese produziert nur so viel Nektar und Pollen wie nötig. In der Schweiz ist die Honigbiene seit 2007 offiziell ein Nutztier. Sie steht nach Rind und Schwein an dritter Stelle. Ihre Bestäubungsleistung lässt sich in Zahlen fassen. Also es gibt Zahlen zu Wert der Bestäubung jetzt für die landwirtschaftlichen Produkte. Wenn man das weltweit anschaut, dann gibt es so eine Zahl, 220 Milliarden Franken etwa. Wenn man die Biodiversität dazu rechnen würde, also die Wildpflanzenbestäubung, dann wäre die Honigbiene sicher das wichtigste Nutztier. Die Honigbiene ist eines der faszinierendsten Lebewesen. Ein Bienenvolk ist ein Superorganismus, in dem die einzelnen Bienen ständig kommunizieren. Jedes Volk hat eine Königin, die den ganzen Tag Eier legt und von ihrem Hofstaat versorgt wird. Die Aufgaben der weiblichen Biene, der Arbeiterin, ändern sich im Lauf ihres kurzen dreiwöchigen Lebens. Sie ist Amme von Brut und Königin, Reinigungskraft, Wächterin und schließlich Sammlerin von Nektar und Pollen. Die Waben dienen als Brutstätte für Larven und als Vorratskammer. Eine junge Biene schlüpft aus der Zelle. Sofort eilt eine Ammenbiene herbei und hilft ihr. Die junge Biene macht sich auf Futtersuche und beginnt schon einen Tag später zu arbeiten. Die wenigen Drohnen dienen ausschließlich der Begattung von jungen Königinnen.
Am Eidgenössischen Zentrum für Bienenforschung in Bern werden für wissenschaftliche Untersuchungen auch Bienenköniginnen gezüchtet. Im Bienenstock bekommt jede Larve 3 Tage lang Gelée Royale, den Futtersaft, den die Ammenbienen produzieren. Nach dem 3. Tag wird das Futter auf Pollen und Nektar umgestellt und es entwickelt sich eine Arbeitsbiene. Wird jedoch weiterhin Gelée Royale gefüttert, wird aus der Larve eine Königin. Nach dem Schlüpfen gibt man sie zu einem Mini-Bienenvolk. Das sind Begattungskasten. Das heißt, wenn man Königinnenzucht macht, gibt man die Königin da rein, die geschlüpfte, oder lässt sie reinschlüpfen mit 100 Gramm Bienen, so etwa, und wartet, bis die Königin den Hochzeitsflug gemacht hat, also begattet wird. Und wenn sie Eier legt und die erste Brut verdeckelt ist, kann man sie benutzen für Neuvolkbildung. Hier ist die Verdeckelung bereits geschehen. Die junge Bienenkönigin, gut erkennbar an ihrem langen, dunklen Leib, ist also schon begattet worden. Der Hochzeitsflug der Bienenköniginnen ist ein Mysterium. Also das ganze Zeugs, wieso Drohnen? Also, warum die Drohnen immer wieder kommen, da hat man keine Ahnung. Wir sind am Suchen und haben Vermutungen. Und wir stellten fest, dass sie nicht immer an jedem Tag genau am gleichen Ort sind, sondern auch das verschiebt sich. Wer je auf diesem Gebiet gearbeitet hat, dem lässt das keine Ruhe. Das lässt sie nicht in Ruhe. Für das Experiment der Bienenforscher wird eine mit Königinnenpheromon getränkte Attrappe an einen Ballon gehängt. Drohnen und Königinnen fliegen in bis zu 30 Meter Höhe. Das Pheromon lockt die Drohnen an. Zur Begattungszeit im Sommer fliegen sie regelmäßig aus auf der Suche nach Königinnen. Viele Drohnensammelplätze sind in der Schweiz bekannt, seit man vor Jahrzehnten mit den Forschungen begann. Und dann sind die ersten da. Die Königin verpaart sich schnell hintereinander mit bis zu 19 Drohnen. Das garantiert dem Bienenvolk ein vielfältiges genetisches Material. Im Moment der Begattung stirbt der Drohn und fällt tot zu Boden. Wenn man so einen Drohn eben leicht drückt, dann passiert das, dass er den kompletten Endophallus ausstülpt. Und hier das Weiße, was jetzt hier hineingeht, ist das Sperma. Diese Paarungen finden sehr zügig statt. Die Königin fliegt also nur so lange aus wie nötig, um eben genügend Sperma zu haben. Und mit diesem Sperma legt sie dann, nachdem sie ein einziges Mal eben ausgeflogen ist, ihr Leben lang, also bis zu 7 Jahre lang kann eine Königin leben, legt sie dann Eier, bis zu 2000 am Tag. Zum Halten von Bienen an den steilen Küsten der Cinque Terre braucht Heidi Bonannini viel Enthusiasmus und vor allem eine gute Gesundheit, denn die Anstrengung ist enorm. Um die schweren Kästen hinunterzubringen, muss man schwindelfrei sein und Körperkraft, gesunde Beine und ein gutes Gleichgewicht haben. Das kleine Laboratorium war ein Rustico. Die Hauptleistung der Biene ist zwar die Bestäubung, aber auch die Produktion von Honig ist beachtlich. Es sind weltweit über 1 Million Tonnen. Honig war das erste Süßungsmittel. Und das ist es lange geblieben. Honig ist je nach Blüte verschieden in Aussehen und Geschmack. Er ist ein wertvolles Naturprodukt, das vom Imker nicht verändert wird. Um ihn zu gewinnen, werden die Waben geschleudert, bis der Honig herausläuft. Die Bienen der Cinque Terre produzieren im Frühling Akazienhonig, im Sommer den Millefiori-Honig aus der mediterranen Macchia, Honig aus Heidekraut oder sogar Efeu, Kastanienblütenhonig und Waldhonig, die sogenannte Melata, die nicht vom Blütennektar stammt, sondern von Pflanzensaft und Ausscheidungen von Läusen.
Den Bienen stehen hier keine großen Felder oder Obstbaumplantagen zur Verfügung. Sie müssen alles nehmen, was sie kriegen können. Wenn man natürlich die Blumen der mediterranen Macchia aus den Weinbergen entfernt, bleiben nur einige aromatische Pflanzen und das reicht nicht. Ich pflanze also so viel wie möglich, zum Beispiel Lavendel, der auch in der mageren Saison blüht. Dann beginnt auch schon bald die Kastanienblüte. Und die Bienen haben einen Monat lang wieder viel zu tun. Ein Bienenvolk produziert pro Tag 1 Kilogramm Honig. Dafür müssen 10 bis 15 Millionen Blüten besucht werden. Das wären 10.000 Arbeitsstunden für eine einzelne Biene. Bienenfleiß ist also kein leeres Schlagwort.